Ja, Leute, guten Morgen. Ja, guten Mittag, guten Abend vielleicht auch. Aber bei mir ist morgen, Sonntagmorgen. Und ja, ich habe schon gepackt, mehr oder weniger. Also es sieht vielleicht noch nicht ganz so aus hier. Aber ja, ist eigentlich alles schon wieder verstaut. Ja, und jetzt gehen wir erstmal frühstücken und dann geht's ab auf die Messe. So Leute, ich bin gerade durch den Eingang durch, die Sicherheitskontrolle natürlich, weil man weiß ja nie, böse Leute gibt es immer wieder, aber wir haben ja hier auch unsere Freunde und Helfer und so. Da sind wir hier schon ganz safe. Aber jetzt gehen wir erstmal rein und ja, genießen den Messesonntag und ich nehme euch wieder mit. So Leute, ich bin mal wieder in der Random House Welt und ja, schlendere da mal so ganz gemütlich durch und guck mal, was ich da noch so entdecken kann. Ja, so mein erstes Ziel ist trotz allem mal der Sternensand Verlag wieder, klar. Aber ich bewege mich da mal so durch die Halle, schlendere ein bisschen so rum, schaue mich noch ein bisschen um, was ich so Cooles, Interessantes noch entdecken kann. Deutsche Ausgabe von Michelle Obama, die ehemalige First Lady der Vereinigten Staaten. Besser als Melania. Ne? Ist sicher ein sehr, sehr interessantes Buch, wo sie scheinbar über ihr Leben so schreibt. Und es war bei Gott echt aufregend, glaube ich. Ja, deswegen ist der Herr Gottschalk dieses Jahr auch immer ein wenig auf der Messe. Das Institut von Stephen King. Und ich habe mich gerade mit der Dame vom Verlag mal kurz über ein bisschen drüber unterhalten über Stephen King, der ja jetzt mit das Institut mal wieder auf Platz 1 ist in Deutschland. Und er hat sich persönlich bei seinem Lektor bedankt und hat den Leuten vom Verlag eine dicke, fette, große Magnum-Flasche an Champagner oder Sekt oder irgendwie sowas geschickt, die sie jetzt nach der Buchmesse zusammen leeren werden. Und das finde ich schon mal cool, dass so ein riesig berühmter Bestseller-Autor wie Stephen King dann sich da persönlich bedankt. Und ja, das ist schon irgendwie interessant mal zu erfahren. So. Hinter die Kulissen. Ich bin mal wieder an meinem Startpunkt irgendwie. Die Tage jetzt am Sternensand Verlag. Irgendwie ist das so. Andi hat schon vorhin gesagt, so ein kleiner Ruhepol für mich. Das stimmt halt echt. Von da aus kann man dann wieder so richtig ins Gefecht starten oder dann aus dem Gefecht kommen, so ungefähr. Und sich am Ende des Tages noch ein bisschen entspannen, runterkommen, ein bisschen labern, ein bisschen ratschen und so. Und was ich toll finde, und da dachte ich schon, ich habe sie halt verpasst, ja, weil die Stefanie Scheurich, die war am Freitag eben da und da habe ich sie leider verpasst, aber ich habe gerade gehört,
ja, dass die liebe Stefanie heute auch nochmal da ist, von 14 bis 15 Uhr am Stand. Und ja, da werden wir doch da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja, die Jessica Burnett, die Autorin von den wunderbaren 15-Punkte-Büchern, ja, ihr wisst, 15 Punkte, das heißt bei mir mehr als sehr gut. Ja, da. Deswegen, falls ihr das noch nicht gelesen habt, das ist ein absolut geile mittelalterliche, ja, wie bezeichnen wir das am besten? Ein historischer Fantasy-Roman mit mittelalterlichem Setting und mythischem Hintergrund. Ja, die Autorin, die hat es am besten drauf. Ja, aus der Welt von König Artus, so als Tipp. Okay, also das noch, könnt ihr was mit anfangen. Aber es geht eben nicht um König Artus im Speziellen, sondern eben um Elaine von Korbeneck. Ja, ist doch echt schön. Sonntag früh, kurz nach Messebeginn, und die Hütte beim Sternensand Verlag ist schon wieder brechend voll. Gerade war jemand da und hat gemeint, ich würde ja noch gerne mal 10 weitere Bücher mitnehmen, aber ich bringe sie nicht mehr mit heim. Das ist doch herrlich. Ja Leute, ich habe mir irgendwie ein bisschen hier festgebissen. Die Jessica Burnett, die signiert immer noch und verkauft ein Lane-Buch nach dem anderen. Und mittlerweile ist die Jasmin auch da. Aber auf der Homepage kannst du dir einen Kalender haben mit dem Signieren. Und signiert schon fleißig. So. Aber ich werde jetzt mal weiterziehen. Mein Gang, ich wollte unbedingt die Jenny bzw. Lisa Grimm mal treffen. Da muss ich ja rauf zu Drömer Knauer. Aber mal schauen. Sebastian Fitzek ist glaube ich da oben auch. Noch ganz gut. Den habe ich nämlich ganz außergewöhnlich das ganze Wochenende gar nicht getroffen. Mache ich mich jetzt da mal rauf. Ich bin mal beim Löwe-Stand und wie ihr hinter mir seht, seht ihr nichts mehr. Also, aber keine Sorge, die Bücher gibt es schon noch. Ich habe gerade erfahren, die Ursula Postanski, die hat gerade jetzt dann Lesung draußen in diesem Teehaus oder irgendwie so. Und danach natürlich Signierstunde. Und deswegen sind die ganzen, alles was da hier noch so da ist, draußen, und um verkauft zu werden natürlich, und dann eben signiert. Und was noch übrig bleibt, ich glaube nämlich nichts, kommt dann hier wieder zurück. Aber ich glaube, da gibt es keine wirklich viel, was sie da zurückschleppen müssen. Ja, die berühmte Treppe von Harry Potter. Leute, guckt mal, ich habe hier die, glaube wohl chilligste Sofa-Ecke auf der ganzen Messe entdeckt. Sieht es nicht total entspannt aus? Puh. Ich bin hier beim Stand von der Amadeu Antonio Stiftung. Und hier gibt es zum Beispiel so ein Heck, wie ihr hier seht. Das könnt ihr euch holen, weil da steht bestimmt was richtig Interessantes drin. Und zwar Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der AfD. Und da seht ihr den Faschisten Bernd Höcke.
Band, wohlgemerkt. Ja. Und ja, da, wenn er da mal reinschaut, da, wie gesagt, gibt es Handlungsempfehlungen zum Umgang mit der AfD. Ja, weil oftmals, ja, man hat halt mal so einen Vollpfosten vor sich, der eben da so AfD-affin ist und muss mit den Leuten diskutieren und da machen viele große Fehler und machen so ein bisschen eine falsche Herangehensweise, weil wir müssen wissen, die leben in ihrer eigenen faschistoiden Blase und haben da ihren Wertehorizont, der ziemlich, ne, da irgendwo da unten ist und so. Und ja, da ist so ein Hilfsmittel, so Informationen bestimmt sehr hilfreich. Guckt mal da rein. Ja Leute, ich bin jetzt gerade beim Drömer-Knauer Verlag und die Tammy Fischer, die hat hier gerade ihre Signierstunde. So cool. Die hat nämlich ein Burning Bridges heißt das Werk. Ja, das ist ja, New Adult, denke ich mal. Das ist jetzt nicht so was jetzt ich lesen würde. Ich bin so, also, naja, das ist ein New Adult. Also, aber hey, wer das mag, der ist da, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Das ist, glaube ich, was ich so gehört habe, ganz nette, lustige, unterhaltsame Geschichte. Ja. So. Ups. Ja, aber jetzt muss ich mich dann, glaube ich, sogar noch beeilen, denn gleich ist das Blogger, Bookstagram und Tuber treffen. Und ja, da sausen wir jetzt dann mal hin. Ja Leute, ich habe Sebastian Fitzek ja dieses Jahr noch gar nicht gesehen. Aber hier ist die Schlange hinter mir und da vorne ist der Autor selber. Jetzt bin auch ich da drauf. Cool, da auf der Schranke. Auf jeden Fall. Und wie ist es angekommen? Ja, ich gehe nach hinten. Ja, ich schreibe euch. Toll. Was für? Finlation. Mit Doppel-N oder mit einem? M-I-N-L-A. Das ist hier schön. Ganz kurz. So sieht es hier aus. Sehr cool. Ich danke dir. Immer wieder richtig coole Location. Lassen sich immer wieder was Cooles, Interessantes einfallen. Ne? Gerade noch den guten Markus Heitz getroffen, als er auf dem Weg zum Drömer-Knauer Stand war. Ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er auch irgendwie nachher noch Signierstunde oder ist er halt einfach mal wieder am Stand. Ja, ist einfach ein ganz netter Typ, Markus Heitz. Freue mich immer wieder, den See. Mal ganz kurz ein paar Worte wechseln und so. Ja, ist einfach ein entspannter Typ. So, und da sind, glaube ich, schon die ersten Blogger, Bookstagrammer. Die sich hier treffen. Ich kenne wie immer keine Sau. Keine Ahnung warum. Ich bin jetzt schon so lange dabei und ich kenne so wenig Leute nur noch. Ja, ist halt leider auch so viele neue sind, was heißt leider, sind dazugekommen. Bookstagrammer, Blogger, ja, und Booktuber, die ganzen alten Hasen, da machen viele leider schlicht und ergreifend kein Booktube mehr. Oder kommen zu solchen Treffen einfach nicht. Tja, oder nicht mehr. Schade. Ja, ich schaue mir jetzt trotzdem mal um, ob irgendjemand da ist, den ich kenne oder schon da ist.
Mal gucken. Ja. Toni schaut sich das Ganze ein bisschen von oben an. So. Aber ich habe wirklich festgestellt, ich kenne von denen, also von den Bookstagrammern ganz wenig, von den Bloggern auch irgendwie ganz wenig. Und Booktuber ist dieses Jahr ganz rar. So, Toni Pur ist hier, die Antonia macht YouTube, aber so ganz mau. Marlin ist da. Hallo. Ja, aber ansonsten ist es halt echt rar dieses Jahr wieder. Ja? Erzähl, du musst Kalanama-Gewürz probieren. Das schmeckt nämlich nach Ei und dann einem Avocado nehmen zum Beispiel oder Kartoffel oder irgendwie so oder Tofu. Und darauf das Kalanama-Gewürz machen und dann schmeckt das nach Ei. Cool. Ja. Ja, Leute, hier All About Writing steht hier im Literaturcafé. Da findet jetzt gerade Fantasy Meet and Greet statt. Und so wie es ausschaut, die Autoren, die haben alle einen Luftballon. Dass man auch erkennt, wer da was ist. Ja, Mary Kronos, auch am Start. Ja, schön, die Farina Rebat ist auch da. Da ist Jessica Bennett, die wunderbare Autorin von Elaine. Ja. Ja, und hier gibt es die dazugehörigen Bücher. Guck mal. Wie gesagt, das ist ja hier Mary Kronos, die Autorin von Navisur. Wir haben sonst Alex hier.
Gibt's denn Alex, der sonst gewinnen will? Wir können ja erstmal warten. Wir warten, ob Alex kommt. Wir haben ja noch zwei. Alex, Alex. Mit jedem, der nicht mehr da ist, steigt eure Chance. Ich schlafe, ich schlafe. Und ich kann morgen nicht mehr sprechen, aber ist okay. Wir haben hier Nadja. Ey, so spät noch Englisch müssen und wir wollen herzlich willkommen. Moment, Moment. Wir müssen das hier festhalten. Ja, dann muss sie aber selber kommen. Ja. Nee, sie kämpft nicht dafür. Nadja! Hi, 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 freut euch nochmal. Nee, du hast gewonnen. So, einer geht noch und vielleicht sogar zwei. Der Fanny fleißig einpacken. Ja. Hier ist deine Gewinnerkarte. Willst du deine Gewinnerkarte machen? Ja, dann letzte Chance für Alex Gothe. Alex Gothe? Wer keine Hand hat, kriegt. Wir haben ja noch ein paar. Und Isobel? Ja. Wir haben Natascha Bulinda. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Kaffee trinken, Latte Macchiato. Ja, die Füße tun langsam weh. Und ich bin aber gleich in der Nähe vom Sternensand Verlag, weil da gleich die Stefanie Scheurich sein wird, also hoffe ich jedenfalls, und Bücher signiert. Von dem her ja, würde mich freuen, die Stefanie mal wieder zu sehen, weil die war ja in Leipzig auf der Buchmesse leider Gottes krank. Und jetzt die letzten Tage war sie auch ein bisschen angeschlagen. Aber jetzt geht es ihr scheinbar wieder besser und jetzt ja, schauen wir doch da mal rüber. Und ich sehe sie auch schon. Die liebe Stefanie, die steht vor dem Tresen und ja, bereitet sich auf ihre Signierstunde vor. Ich freue mich.
Habt ihr eigentlich schon mal Streuner gelesen? Das ist nämlich ein saugeiles Buch von Stefanie Scheurich. Und das Buch ist überhaupt Hammer. Ich wünschte mir irgendwie eine Fortsetzung, aber es ist leider Gottes ein Einzelband. Aber ja, vielleicht kann ich sie ja überreden. 20 Euro. Werden die letzten Vorbereitungen getroffen für die Bücherstunde? Bücher hergeräumt, ein bisschen drapiert. Jetzt hoffen wir, dass ein Haufen Leute hier vorbeikommen und die Bücher von der Caroline und von Stefanie signieren lassen. Ja, ich mache mich jetzt mal vom Sternensand Verlag auf, mal wieder weiter. Ich habe jetzt ganz nette Gespräche geführt, unter anderem mit der lieben Jessica Burnett. Aber da habe ich jetzt einfach nicht gefilmt, weil das war ja ganz normale private Unterhaltung. Da muss man ja, das muss man ja nicht gefilmt haben. Aber es war sehr schön, hat man ein paar coole Informationen gegeben über Elaine und was da in Zukunft so auf uns zukommt. Ich darf da gar nicht so was verraten, ich werde es auch nicht. Aber ihr könnt euch als Fan, falls ihr Elaine Rabenkind und Rabenherz, also ne, schon gelesen habt, könnt ihr auf jeden Fall euch freuen auf das, was kommt. Das Wort geschickt, das würde ich Ihnen gerne kurz vortragen, wenn Sie einverstanden sind. Sehr geehrte Damen und Herren, als ich vor einigen Jahren mit meiner Frau hier auf der Buchmesse war, hatte ich die Überzeugung, dass sich das Konzept des Anthropozäns noch zu meinen Lebzeiten durchsetzen wird. Diesen Vorschlag habe ich im Jahr 2000 zusammen mit Eugen Strömer gemacht und zwei Jahre später genau begründet. Seitdem hat das Konzept weltweit Anerkennung und Zustimmung gefunden. Dafür danke ich. Die Erdsystemforschung steht heute zu Recht im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit. Ich habe mein Leben der Atmosphärenchemie gewidmet. Die Gefahren des anthropogenen Klimawandels zeigen, wie wichtig die Wissenschaft ist. Noch wichtiger ist es, auf uns zu hören, unsere Warnungen ernst zu nehmen. Beim stratosphärischen Ozonabbau haben wir gezeigt, dass eine Wende zum Guten möglich ist. Allerdings ist die Herausforderung des Klimawandels ungleich größer. Ich war Sachverständiger in der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages, die bereits 1990 weitreichende Vorstellungen zum Klimaschutz erarbeitet hat. Wäre uns gefolgt worden, wäre Deutschland heute weltweit führend. Das wäre ein sehr wichtiger Beitrag für ein gutes und friedliches Leben. Bedauerlicherweise wurden die Vorschläge nicht genutzt, die wir damals gemacht haben. Es gab immer neue Ausreden. Das verbleibende Budget an schädlichen Treibhausgasen, um möglichst deutlich unter 2 Grad Celsius zu bleiben, lässt uns nur noch wenig Zeit. Von daher geht es nicht um das scheinbar Unmögliche, sondern endlich um das Notwendige. Deshalb bin ich froh, dass der Klimaschutz heute an der Spitze der öffentlichen Aufmerksamkeit steht. Dank Fridays for Future würde ich jetzt hinzufügen. Das Konzept des Anthropozäns beschreibt die Situation, in der sich die Menschheit heute befindet. Zum einen kann es denkbar werden, dass die menschliche Zivilisation, wie wir sie kennen, einem Ende zugeht. Zum anderen kann der Mensch aber alles das wieder verändern, was er falsch gemacht hat. Dafür müssen wir freilich heute die Weichen stellen, dürfen nicht länger warten, denn schon bald kann es zu spät sein.
deshalb müssen wir raus aus der Zwangsjacke technischer und ökonomischer Sachzwänge. Ich danke allen, die dabei mitmachen und ermutige sie, noch mehr zu tun. Jeder von uns kann und sollte einen Beitrag dazu leisten. Ihr Paul J. Butzen mit herzlichen Gruß an Sie alle. Isa Neubauer, Sie wollten gerade noch was sagen zum Anthropozän und zu dem, was Herr Müller sagt. Oder zu Herrn Krutzen? Ermutigt das oder entmutigt das, was man in diesem Wort liest? Also ich bin extremer Fan, aber schon länger, ich studiere Geografie, also der ist für uns eine große Persönlichkeit. Ja, also die Frage ist ja irgendwie so, okay, und jetzt, ne? Wir wissen all das, man wusste es früher, man hat es nicht gemacht. Ich glaube, es passt nicht so richtig in die Art und Weise, wie wir Narrative fassen, wie wir Geschichten erzählen, passt eigentlich der Part der Anstrengung da nicht so richtig rein. Und auch nicht der Part der Selbstermächtigung, weil Geschichten darf man ja irgendwie erzählen und vor allem irgendwie hören, aber dieses Geschichtenschreiben ist irgendwie ein Aspekt davon, den wir nicht so richtig thematisieren. Und das heißt, wir wissen irgendwie, es wird schwierig sein und es wird hart sein, aber wir selbst, also wir als Individuen, wir als Menschen, die gefragt sind, scheinen da kaum noch eine Rolle zu spielen. Und das ist halt das Gefährliche. Ne? Schon auch John Siegel hat immer wieder gesagt, Natural Enemy, also weiß, wer dir entgegensteht, weiß, wer deine Feinde sind und setze dich selbst dazu ins Verhältnis, also auf welcher Seite stehst du. Und das klingt so fatalistisch zu sagen, das ist irgendwie eine schwarz-weiße Angelegenheit hier, aber de facto ist das, was wir gerade erleben, dass einige Stimmen gerade laut werden, die aufbegehren, die Ungerechtigkeiten überwinden wollen. Dann gibt es die gerade massivst auffahren. Das sind diejenigen, die es schaffen, mit einer unfassbar orchestrierten, hochprofessionellen Medien- und Politiklogik, auch in der ökonomischen Logik, wahnsinnige Gefährte aufzufahren und alles zu verhindern, was jetzt gefragt ist. Und dann gibt es halt, das ist die größte Gruppe von denjenigen, die sich eigentlich nicht angesprochen fühlen. Weil sie denken, naja, irgendwie, ich bin so ein bisschen die Schuld an der Klimakrise und was kann ich denn schon machen und überhaupt geht mich das was an? Und das sind die Menschen, die eigentlich in meinen Augen überhaupt niemandem was Böses wollen und auch das Gefühl haben, das tun sie ja nicht, wenn man doch auch hier irgendwie ab und zu Bioprodukte kauft und das ist ja, was wir jetzt machen sollen. Und das sind aber diejenigen, über die gerade die Geschichten erzählt werden. Das sind diese stillen Massen, die gerade im Zweifel im Weg stehen, denn das sind diejenigen, die man noch gewinnen muss, die sonst abwandern, die sonst weg sind, für die es alles zu schnell geht. Das sind diejenigen, die völlig unfreiwillig in den allermeisten Fällen gerade manipuliert und instrumentalisiert werden, eben von denjenigen, die sagen, nee, ist alles zu schnell. Und das heißt, wer gerade nicht laut wird, wer sich nicht einmischt, wer nicht mitmischt, wer nicht die Hebel bedient, die man eben beheben kann, außerhalb meinetwegen auch bitte des eigenen Kühlschranks und des Tofu-Würstchens, das sind diejenigen, die ein Teil von dem Problem sind. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und das ist ein wahnsinnig unbequemer Teil der Geschichte, weil auch die Menschen das Gefühl haben, ich habe doch gar nichts damit zu tun, auf einmal tatsächlich mitten in dieser Problematik mit drinstecken. Und das ist der Moment, wo wir uns bildlich vorstellen müssen, wo wir darüber sprechen müssen, dass es hart ist, dass es anstrengend ist, dass es unbequem ist, dass es scheiße ist, dass es nervig ist, was wir alles jetzt zu tun haben und dass nichts garantiert ist. Und auch die Erzählung von, es ist machbar, das heißt nicht für uns, oh super, es ist machbar. Wir müssen an den Punkt wach werden, wo wir feststellen, aber so kann es nur klappen, indem wir alle mitmischen. Und das heißt eben nicht zu sagen, super, meine Bambuszahnbürste und ich sind bereit und jeden Abend werde ich mit gutem Glauben an die Klimakrise und das Ende daran glauben. So leicht ist es eben nicht. Und über diese Anstrengung, über diese Anforderung an jede einzelne Person in einer Ehrlichkeit, in einer radikalen Ehrlichkeit müssen wir sprechen, sonst werden wir nichts gebacken bekommen. Ja Leute, ihr habt es gesehen, wir teilen jedenfalls draus. Sehr interessanter Vortrag und ja, ob das jetzt Hoffnung macht über das Thema oder ob man da
keine Ahnung. Es war auf jeden Fall. Teilweise hoffnungsvoll. Ja, ich habe mir gerade tatsächlich mal diese Witzstände, diese komischen Faschokasper da hinten im Eck angesehen. Das ist halt echt. Zum einen ist es der wirklich letzte Dreck, den die da verlegen. Zum anderen sind es halt echt so richtige traurige Witzgestalten. Also ohne Scheiße, Sandkastenfaschos der ersten Kategorie, der absolute Lache. Also, oh Leute, also hier, ihr seid schon ein trauriges Bild, was ihr von einem Deutschen, was ihr da präsentieren wollt. Pfeifen. Ja, so viel dazu. Jo, ich bin mal wieder in der Halle 3 und zwar ganz oben. Und hier sind wir beim Fischer Verlag. Hey. Das Buch vom Anno ist weg. Scheint ausverkauft zu sein. Ne? Ja, hat er gut gemacht. Ja. Und jetzt schauen wir mal so traditionell noch mal kurz vorm Ende bei Drömer Knauer vorbei. Und ja, schauen wir mal, vielleicht erwischen wir ja noch die Jenny, Lisa Grimm. Sebastian Fitzek hat auch nicht bis ganz zum Ende signieren müssen. Ja, beim Drömer Knauer Verlag, da wird auch langsam aber hier zusammengepackt. Und ja, deswegen schön war es auch hier wieder. Und diese wahnsinnig schöne Bücherwand, immer wieder ein Augenschmaus. Aber ja, lassen wir es auch hier erstmal gut sein und genau, ich schau mal wieder runter. So Leute, es ist Sonntag, kurz vor Messeende und ich habe Olga geholt und ihr könnt euch denken, was das bedeutet. Die ist schon halb gefüllt, aber ja, die könnt noch ein kleines bisschen voller werden und deswegen ja, schauen wir mal, was sich da noch finden lässt, was ich da mit nach Hause nehme. Gerade noch was verpackt worden für mich da. Ja. Aber was jetzt da in der Tüte drin ist, das erfahrt ihr später noch in einem Video extra. So. Was da in dem Trolley so alles da drin ist. Ne? Ach, hört auf. Ey. Fragt lieber nicht. Also ich kann ihn ich nicht mehr heben. Ja. Die Messe ist gerade mehr oder weniger zu Ende gegangen. Ja. Aber jetzt lasse ich erstmal so nochmal sacken. Kaffee noch schön gemütlich trinken und die Messe so richtig schön ausklingen lassen. Ja Leute, die Messe ist vorbei, alle Energie ist voll verbraucht, die Nägel sind auspowered und so endet's. Nein, mir geht's sehr, sehr gut. Alles Besten, danke.
Klischee war es. Okay. Sehr schön. Wahnsinn, hey. Hier. Das muss uns auch sehen. So, Prost. Prost. Marina ist auch noch mal ein bisschen vorbeikommen. Wir trinken nur Apfelsaftschorle hier. Apfelsaftschorle, ja. Gib die Flasche mal. Werbung. So muss jetzt gestärkt werden, oder? Ja. Unbezahlte Werbung. Ja. Ja, ja. Unbezahlte Werbung. Ist das hier. Ja. Ich will es nur noch mal sagen, ich habe hier alle Bücher, die ihr später irgendwann mal seht, ist meine Kohle. Ich bin fast pleite, ey, schon wieder. Aber alle meine. Ich selber bezahlt. Ne? Deswegen unbezahlte Werbung. Tja. Geil. Ihr seht, oh Gott. Olga ist bis zum Anschlag voll, jetzt geht nichts mehr. Also, ja. Unglaublich. Bricht an der Waffe, aber das wisst ihr ja. Ja, Leute, ich habe mich jetzt losgerissen vom Sternensand Verlag und hinter mir wird der rote Teppich entfernt und wir werden so langsam alle rausgeschmissen. Es ist ja wirklich jetzt. Schaut euch das an. Alles schon fast aufgeräumt und weggeräumt und überhaupt. Ja. Dann machen wir uns jetzt hier mal von Acker und ja, beschließen die Frankfurter Buchmesse für 2019. Ja. Lest mal wieder was. Ciao. So Leute, ganz zum Abschluss packe ich noch mal meine Legria aus. Mittlerweile bin ich draußen aus der Messe. Und lauf Richtung Hotel von meinem Köfferchen. Richtung Europaallee. Das war die Messe 2019, die Buchmesse in Frankfurt. Und ja, war wieder richtig toll. Ja, vor allem die ganzen liebgewonnenen Menschen wieder zu sehen. Ja, traurig, aber auch irgendwie froh, dass es vorbei ist. Aber schade ist das. Ja. Man trifft halt hier Gleichgesinnte, wie gesagt, Freunde mittlerweile, viele Jahre, liebgewonnene Menschen. Das ist schon schade. Aber naja, dafür habe ich eine ganz schöne Menge neue Bücher. Oh Gott, aber wie immer zu wenig Zeit zum Lesen. Aber ja, in diesem Sinne, lest mal wieder was.